Na, bist du noch nicht fertig? Wieso? Na, gehen wir heute zu Bertha. Hast du das etwa vergessen? Welche Bertha jeden Tag, Bertha? Sie hat heute Geburtstag und wir sollen mal dorthin zusammen gehen. Es ist deine Freundin. Geh allein. Immer gehe ich allein. Dann sind wir kein echtes Paar mehr. Ja, wir sind kein echtes Paar mehr. Oh. Meine Lieben, wisst ihr, was in der Familie passiert? Wörter sind unwiederbringlich. Was haben sie am Anfang der Ehe einander gesagt? Meine Süße, mein Schatz. Heute sind es fast nur grobe Wörter, als ob sie bei der Arbeit wären. Ich weiß es ganz genau. Ich bin ein Zeuge. Wisst ihr, wir saßen immer zusammen auf dem Sofa, umgearmt, geküsst. Jetzt streckelt er sich auf den Kissen. Achtet aufs Leben zu Hause nicht. Ihr Lieblingsplatz ist ich. Einer von meinen Brüdern oder einer aus anderen Zimmer. Ohne Liebe, ohne Pflege sterben nicht nur menschliche Gefühle und lebende Wesen, sondern auch wir, Gegenstände des Heims. Leute, bitte vorsichtig mit den Wörtern. In unserer Welt ist es unmöglich, die unangenehme Situation wie ein Foto abzulöschen. Na, mein Schatz, bist du fertig? Ja, ich komme sofort, Liebling.